YouTube, es wird Zeit für frischen Indie-Horror. Direkt vom Blech, noch ganz heiß. Verbrennt euch nicht die Finger. Wir spielen heute gemeinsam The Kidnap, ein weiteres Chillers Art Game. Wir haben ja schon einige davon gespielt. Dieses hier ist brandneu, eben gerade erschienen. Und wir starten direkt rein und spielen das komplette Spiel direkt am Stück durch. Also alles schön wieder in ein Video rein. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten und kommentieren. Hashtag heißes Blech. Auf geht's. Und da sind wir schon, mitten im Game, in meinem Zimmer, und draußen tobt ein Sturm, ein böses Unwetter, und wir sind hier in unserem Schlafzimmer, Basketballzimmer, vielleicht auch beides, hier schlafe ich und hier trainiere ich meine Körbe. Ich werde gezwungen, Basketball zu spielen. Irgendeine Alte da draußen hält mich fest und will, dass ich der beste Basketballspieler aller Zeiten werde. Hey, Sarao! Hörst du nicht? Antworte, du undankbarer Rotzbengel! Ich höre gar keine Danks mehr und keine Würfe. Was machst du da unten auf dem Boden? Hey, sag doch was! Hey, wir nehmen den Hammer und schlagen jetzt die Alte tot. Alter, wie sieht die denn aus? Das war nicht meine Mutter, das war irgendein Dämon. 3. Juli. Das war mal ein richtig gruseliges Gesicht, oder? Oh oh, es ist mir schon wieder passiert. Ich muss ihr Bescheid sagen. Oh nein, wir haben ins Bett gemacht. Und anscheinend sind wir noch nicht sonderlich groß, ne? Hallo? Mama, ich wollte was mit dir besprechen. Es geht um den Klassenbeobachtungstag. Halt die Fresse! Sprich mich ja nicht an! Es nervt. Wenn es euch zwei nur nicht gäbe. Ich hätte euch nicht auf die Welt bringen sollen, ihr Dreckskinder, ihr Dreckigen. Wow. Die Mutter ist ganz schön hasserfüllt. Mutter? Mama, ich habe ins Bett gemacht. Maul! Ich will nichts von dir hören. Aber Mama... Oh, okay, reden wir mal mit der Schwester. Ich glaube, die ist verständnisvoller. Sakiko, ich habe ins Bett gemacht. Oh, schon wieder? Bring die nasse Bettwäsche her. Okay. Okay, die Mutter ist ein ganz schönes Monster. Dann holen wir mal die nasse Bettwäsche. Der Junge ist aber ganz schön fix. Na gut, wir sind hier in einem Videospiel, wo wir Asiaten spielen. Das bedeutet, die können alles besser als wir. Ich habe sie geholt. Gut, lass uns runtergehen. Ich zeig dir, wie man seine Wäsche wäscht. Da hat dir Kies schon wieder Rassismus bedient. Denn ja, es gibt auch positiv verstärkten Rassismus, indem man sagt, asiatische Menschen wären schlauer. Das ist ein übles Klischee. Darunter leiden die. Ich meine, sie sind schlauer. Ist auch nicht schwer. Ist ja auch nicht schwer. So, wir sind unten. Wohin mit der Wäsche? Schwester? Wo ist denn hier eine Waschmaschine? Hier. Der Klotz in der Ecke. Alright. Stecke das Laken in die Waschmaschine. Und schalte sie dann ein. Das geht mit dem An-Knopf. Dann musst du noch den Startknopf drücken. Das war auch schon alles. Es ist leicht, oder? Du kannst mich nochmal fragen, wenn du es vergessen hast. Okay, Wäsche rein.
Strom. Kein Waschmittel? Start. Hast du verstanden, wie es geht? Ab jetzt bist du für die Wäsche zuständig, okay? Was ist mit Mama? Erster September. Ist die Mutter jetzt weggegangen? Kommt jetzt gar nicht mehr wieder? Oder wie soll man das deuten? Renja! Sakiko ruft nach mir. Ist sie in der Küche? Oh, Gott sei Dank, das Bett ist sauber. Ich hatte schon ganz kurz Angst. Ich hätte wieder ein wenig Lulu ins Bett gemacht. Hier stapelt sich der Müll. War der schon davor da? Okay, hier ist noch mehr Müll. Und noch mehr Müll. Wo ist denn die Küche? Wahrscheinlich hier, oder? Oh, wir ernähren uns nur noch von Fertignudeln. Anscheinend leben wir hier wirklich alleine. Wir haben zu Hause keine Felder. Was gibt es? Das Essen ist fast fertig. Was gibt's heute? Kannst du die Wäsche aufhängen? Okay. Na, was gibt's heute? Schon wieder Fertignudeln mit Ketchup. Geil, Mann. Die Fische sind auch alle tot. Oh mein Gott. Die Mutter ist ja ein Monster. Lässt ihre Kinder hier wirklich allein zurück. Wann war das? Juli? Und jetzt haben wir September? Das ist schon ganz schön krass, ne? Ich meine, wie alt werden die sein? Nicht sonderlich alt. Wäsche aufhängen. Wo hängt man die denn auf? Haben wir hier einen Wäscheständer? Das ist Mutters Zimmer. Einfach hier auf den Haufen legen. Und warten, bis es trocknet. Das Zimmer meiner Schwester. Das verbotene Zimmer, das blockiert ist. Häng die Wäsche auf. Ah, hier. Und ich irre und wandere hier durchs Haus. Essen ist fertig. Komm, bevor es kalt wird. Komme schon. La 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 la. Essen. Gruselig. Ich weiß nicht. Ich finde die immer alle sehr gruselig in diesen Spielen. Wie sie da sitzt mit ihren toten Augen und mich anstarrt. Ist schon eine Weile her, dass ich Curry gemacht habe. Wie schmeckt es dir? Instant-Nudeln wie sonst immer wäre auch gut. Nee, Curry ist schon lecker. Das war echt eine Menge Arbeit. Ich musste eine Tüte aufreißen und alles in den Topf kippen. Sei also dankbar. Jetzt mal ganz im Ernst, sie sind gruselig, oder? Pass auf, dass du nichts auf die Tests da kleckerst. Wow, überall 100%. Tests? Wow, du hast in jedem Test 100 Punkte bekommen. Du bist großartig, Sakiko. Du wirst uns hier rausholen und nie wieder Fertignudeln und widerliches Curry. Ja, die werde ich Mama zeigen. Ich glaube, Mama kommt nie wieder zurück. Sorry. Wird Mama wieder nach Hause kommen? Natürlich wird sie das. Sie wird begeistert sein, wenn sie die Tests sieht. Zu zweit zu sein reicht mir. Weißt du was? Ja. Wovon redest du da? Du brauchst deine Mutter. Sakiko, du hast Mama echt lieb, oder? Ist das nicht normal? Wir sind doch Kinder, natürlich lieben wir unsere Mutter. Naja, wenn sie so drauf ist, ich weiß nicht. Ich hab schon dich. 5. September.
frage mich, ob die Wäsche schon trocken ist. Ich sollte sie abhängen und einräumen. Okay, jetzt um die Uhrzeit? Fühlt sich an, als wäre es mitten in der Nacht, ne? Meine Schwester ist gar nicht in ihrem Bett. Mutters Zimmer lassen wir zugeschlossen und dunkel. Maximal gruselig. Schwester! Boah, Alter, noch mehr Verpackung und noch mehr Müll. Also, Müll rausbringen haben die Kinder irgendwie absolut nicht drauf. Dafür aber Wäsche waschen und aufhängen. Das können sie. Räum die trockene Wäsche ein. Die Frage ist, wo räumen wir sie ein? Wahrscheinlich in unseren Zimmern, oder? Keine Kleiderschränke. Hatte ich in meinem Zimmer einen Kleiderschrank? Ja. Er ist winzig, aber ich habe einen. Heute hat sie noch gar nicht nach mir gerufen. Ob das Essen schon fertig ist? Naja, unten in der Küche wurde nichts gekocht, Kleiner, also wahrscheinlich eher nicht. Jetzt liegt sie da unten tot auf dem Boden. Sie hat heute nicht gekocht. Wo ist sie? Oh, jetzt sag nicht, der Kleine hat noch seine Schwester verloren. Das wäre wirklich extrem, ne? Mutter abgehauen, Schwester verloren. Ich meine, das Spiel heißt Kidnap. Also, es könnte schon sein, dass die Schwester irgendwie entführt wird. Hier ist sie nicht. Hier auch nicht. Nichts. Ist sie vielleicht nach draußen gegangen? Oder wir werden jetzt entführt? Ihre Schuhe sind nicht hier. Wo sie zu so einer Zeit wohl hingegangen ist? Es schüttet wie aus Eimern. Warum gerade jetzt? Ich muss sie finden. Wow, wir wurden auch noch so richtig abgelegen, ne? Schwesterherz! Wo bist du? Ich brauch dich doch! Haus nebenan? Okay, hier ist hier wirklich gar nichts. Was soll das hier sein? See? Boah, Junge, du solltest hier draußen echt nicht rumrennen. Steht da hinten jemand? Nee. Schwesterherz, wo bist du? 8. September. Okay, das scheint die Schule zu sein. Es ist Zeit, sauber zu machen. Kümmert euch um eure zugewiesenen Arbeiten. Meine Schwester immer noch weg. Gut, ich bin fertig. Creepy Kids. Oh Gott, die Grinselehrerin.
Okay. Seid bitte still. Ich habe noch ein paar abschließende Worte für euch heute. Also, hört gut zu. Geht nicht mit Fremden mit, wenn ihr auf dem Nachhauseweg seid. Nehmt euch vor verdächtigen Personen in Acht. Hey, Leute. Da draußen läuft ein Clown rum, also passt auf euch auf. Ruhe! Gut, verabschieden wir uns jetzt. Steht bitte auf. Auf Wiedersehen. Sayonara. Auf Wiedersehen. Ein Clown. Heute wollten wir doch zusammen nach Hause gehen. Wo sind die drei? Okay, die ist nicht auf meiner Liste. Ich habe Masahiro meinen Regenschirm geliehen. Er hat ihn aber noch nicht zurückgegeben. So ein Mist. Und du da? Mitsuki. Meine Mama und meine Schwester Chi kochen heute für uns Abendessen. Wenn sie kochen, schmeckt es immer lecker. Ich frage mich, was es heute gibt. Vielleicht Hamburger? Hamburger? Hoffentlich. Ey, die Gesichter sind das Schlimmste am Spiel bis jetzt, oder? Mir ist aufgefallen, dass deine Schwester in letzter Zeit nicht zur Schule gekommen ist. Ist etwas vorgefallen? Ich weiß es nicht. Ist schon okay, wenn du es nicht sagen willst. Denk aber daran, ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Sollten ihr es sagen, dass unsere Schwester verschwunden ist? Seltsam. Wo ist es hin? Was ist los? Ich suche nach einem Radiergummi. Yoshi weiß vielleicht, wo es ist. Ich gehe ihn fragen. Danke. Narumi, wann gehen wir? Bin bereit, wenn du es bist. Kommst du heute zu mir? Wenn du willst? Immer das Gleiche mit dir, Yuka. Nie gibst du eine klare Antwort. Die Entscheidung kann doch nicht immer an mir hängen bleiben. Entschuldige. Also kommst du ja oder nein? Ja. Okay, sei nächstes Mal nicht so unentschlossen, ja? Was gibt es, Ranger? Du solltest Mädchen nicht belauschen. Ja, aber ich muss ein Radiergummi finden. Weißt du was über den Clown, den Kiyomichi erwähnt hat? Er soll wohl auf dem Heimweg auftauchen. Ist er also ein Herumtreiber? Vielleicht, ich habe aber gehört, dass er harmlos ist. Oh Gott, ein Clown. Ich will absolut nicht an einen Clown geraten. Suchst du nach Kohimes Radiergummi? Ja. Ich habe gesehen, wie sie es Kiyomichi geliehen hat. Er sitzt direkt neben ihr. Kiyo ist jemand, der seine geborgten Sachen nie zurückgibt. Du könntest das Radiergummi also in seinem Schreibtisch finden. Alright, dann kümmern wir uns mal um Le Radier. Ich habe den Radiergummi gefunden. Ich sollte es ihr bringen. Hab's gefunden. Oh, mein Radiergummi. Du hast es echt gefunden. Danke. Alles klar, ich warte dann am Eingang. Okay, die sieht irgendwie verhältnismäßig wenig gruselig aus. Die sieht verflucht gruselig aus. So, kann man nicht öffnen. Wer bist du? Stehst nicht auf meiner Liste. Weißt du genaueres über den Clown, über den diese Gerüchte rumgehen? Ja, weiß ich. Was weißt du denn über ihn? Ehrlich gesagt nichts. Lügner, du weißt doch, was man sagt. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Ja, ich hab halt... Ich weiß, dass er irgendwie rumlungert. Das ist schon eine Info. Hey, geh und gib Asaka ihren Regenschirm zurück. Okay. Asaka war irgendwo im Klassenzimmer, ne? Es wird nur noch Kaiji. Alter! Ghost. Brettert einfach durch die Wand durch. So, du hast einen Regenschirm, habe ich gehört. Asaka, hier, dein Regenschirm. So.
Unfassbar. Wer schickt denn bitte jemanden anderes los, um seine geliehenen Sachen zurückzubringen? Nicht einmal bedankt hat er sich. Kannst du ihm sagen, dass er ein Idiot ist? Klar. Ja, natürlich, klar, kann ich machen. Kann ich auch durch Türen einfach so durchsteppen? Nö. Leider habe ich diese Geisterpower nicht. So, ich sollte sagen, du bist ein Idiot. Ja, habe ich. Okay, er wartet am Eingang. Idiot! Igitt, das stinkt. Lauft! Was ist denn hier passiert? Was haben die hier getrieben? Hat einer einen braunen Bomber abgeseilt? Wie du die Gesichter nicht siehst, ne? Okay, irgendjemand hat ordentlich reingeschmettert ins Porzellan, sodass alle Kinder da drüben zusammenbrechen und nach Sauerstoff ringen. Kaichi ist etwas seltsam, findest du nicht? Das stimmt nicht. Wenn du dich weiter mit ihm herumtreibst, steckt er dich noch an. Ja, wo ist der denn jetzt, der Bengel? Was ist das denn hier? Oh, Alter. Die große Hentai-Sammelpackung. Finde die ausgefallensten Hentai-Karten in jedem siebten Päckchen. Wow, ich habe Tentakel gefunden. Dann wo finde ich jetzt den Dude? Eben. Ach, toll, das bringt mir gar nichts. Diese Hintergrundmusik macht mich richtig breiig im Schädel. Ach, da ist er doch, oder? Ja, der meint, du wärst seltsam. Denkst du das auch? Nö. Gerne. Alle sind fertig, wir können heimgehen. Let's go. Muss noch meine Treter anziehen? Gut, dann sind wir jetzt vollzählig. Lasst uns gehen. Aber wo ist meine Schwester? Ich meine, die war so eine Musterschülerin und so verantwortungsbewusst, die würde ihren kleinen Bruder niemals hängen lassen. Asaka? Was hast du angestellt? Überhaupt nichts. Was hat sie denn sonst so sauer gemacht? Das ist die unnötige Fragerei, Kaichi. Daran ist gar nichts unnötig. Sie wäre nicht wütend, wenn du nichts ihr angetan hättest. Sie ist sauer, weil ich ihren Regenschirm ihr nicht persönlich zurückgegeben habe. Klar macht sowas... Ja, aber... Wow. Du sollst dich morgen bei ihr entschuldigen. Ja, das wäre das Beste. Okay. Ey, die Dinger sind so schnell weg hier, die Untertitel. So, wo geht's denn jetzt nach Hause? Na, hier anscheinend nicht. Also in die Richtung. Oder müssen wir quer übers Feld? Nee. Was hat Mutter gesagt? Wir sollen immer auf der Straße bleiben. Was hat meine Rabenmutter nochmal gesagt? Bleib immer auf der Straße, Junge. Eine ganz schön deprimierende Gegend. Und jetzt sehen wir gleich den Horrorclown. Tja, Pennywise treibt sich hier in der Gegend rum. Warum trägst du eigentlich Hausschuhe? Stimmt, du trägst ja gar nicht deine normalen Schuhe. Hä? Ich finde es halt nervig, mir die Schuhe auszuziehen. Ehrlich? Du bist echt eigenartig, Kaichi. Ja, sehe ich auch so. Ja, echt lustig. Moment, der zieht sich nie die Schuhe aus. Finde ich aber gar nicht schlecht. Hm.
Alte Frau, mobben wir die jetzt? Lass uns hier Verstecken spielen. Gut, bin dabei. Ja, lass uns ein paar Runden spielen. Aber nur innerhalb des Parks, okay? Entscheiden wir den Sucher mit Schere, Stein, Papier? Alles klar, bin bereit. Gut, ich werde wahrscheinlich verlieren. Ich nehme die gute alte Schere. Was? Alle am Stein genommen? Oh Mann. Ich bin der einzige Verlierer? Ich habe wohl keine Wahl. Dann suche ich zuerst. Also gut, ich fange an zu zählen. 20, 19, 18, 17, 16, 1, 0. Seid ihr bereit? Noch nicht. Und jetzt? Wir sind bereit. Gut, ich komme euch suchen. Also nur innerhalb des Parks ist erlaubt. Und nicht bewegen. Alter, er hängt da oben. Hab dich. Mist, du hast mich gefunden. Was? Ich bin nicht der Letzte? Hier hochzuklettern war echt nicht leicht. Aber auch sehr, sehr offensichtlich, Kumpel. Was ist das denn hier drüben für ein Freak? Hier ist noch einer. Aber ich will mir erstmal den Freak angucken. Ey, sieh! Okay, gar nicht merkwürdig. Hab dich! Ich bin Gras, nicht Kaiji. Wie? Sorry. Nächstes Mal werde ich mich noch besser tarnen. Er musste auf jeden Fall die Mütze abziehen. Er steht da rum und beobachtet uns wie so ein Zombie. Na, guck mal, er dreht sich sogar in unsere Richtung. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Hab dich! Oh Mann, du hast mich echt gefunden. Ich dachte, mein Versteck wäre gut. Ich bin die Letzte? Super! Lass uns nochmal spielen. Hey, lass mich doch sicher mitspielen. Was ist denn mit dem los? Hey Leute! Lasst uns zusammenspielen! Hey, was sollen wir machen? Ah, komm, geht klar. Danke. Gut, dann müssen wir sie aber auch suchen, alter Mann. Okay. Sie sind schon erwachsen, also müssen sie im Container zählen. Fangen Sie an. Oh ja, gut, 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 gut. Der Spielplatzcontainer oder was? Hat er jetzt eingesperrt? Hey, das ist unsere Chance. Lass uns abhauen. Sollen wir wirklich einfach gehen? Mit so einem gruseligen alten Mann wollen wir sicher nichts zu tun haben. Komm schon. Nehmt die Beine in die Hand. Beeilung. Kann ich ihn rauslassen? Boah, die wird uns umbringen. Weggesperrt haben wir ihn. Tja, das ist unser Killer, Freunde. Oh, er beobachtet uns sogar, wie wir abhauen. Aber für ihn ist das Spiel noch nicht vorbei. Ab hier sollten wir sicher sein. Ich denke, wir haben ihn abgehängt. War das wirklich in Ordnung? Was? Du kannst gerne zurückgehen und dich allein mit ihm unterhalten, wenn du willst. Nein, lieber nicht. Dann lasst uns gehen. Wo gehen wir jetzt hin? Da lang? Weil da war der Spielplatz. Was sollen wir tun, wenn wir eine verdächtige Person sehen? Meinst du wegen dem Mann? Nicht nur. Ich meinte allgemein. Was machen solche Personen überhaupt? Entführung? Und wenn sie dich entführt haben, was machen sie dann? Nach Lösegeld fragen? Oh, hoffentlich, das wäre ja noch das weniger Schlimme. Ah, Geld. Meine Familie ist reich, ich sollte also aufpassen.
Meine hat nicht so viel Geld, also mache ich mir nicht so viele Sorgen. Ja, wenn du nur wegen Geld entführt wirst. Schlimmere Dinge gibt's natürlich. Ach ja, Renja wollte noch im Laden vorbeischauen. Das habe ich nie gesagt. Hey, komm mal kurz her. Hey, Renja, geh doch einfach was stehlen. Nee, lieber nicht. Du bist ein Angsthase. Nein, bin ich nicht. Dann geh und klau was. Ich habe nichts mehr zu essen im Haus. Ich habe wohl keine Wahl. Kann ich nicht den Automaten hier aufkloppen oder sowas? Boah, der Junge tut mir echt leid. Mutter weg und Schwester jetzt auch weg. Ich lasse ein paar Sachen mitgehen, ohne dass Oma was bemerkt. Okay, was haben wir denn hier? Klar. What? Woher kamen die denn jetzt? Chips, Nudeln. Erneut versuchen. Ach, da steht sie. Da steht sie. Wie kann ich sie denn ablenken? Yo, Oma! Okay, warte mal. Die Nudeln könnte ich holen. Die Dinger weg. Wenn sie mich jetzt sieht mit den Nudeln in der... Alter, wie creepy ist die? Wow, ey, 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 Oma. Oh Gott, der Typ ist auch wieder da. Hey, ich hab dir nichts getan, okay? Komm schon. Lecker Chips. Was mit der hier? Die sieht nix. Die hängt hier in der Kasse rum mit einem ordentlichen Silberblick. Ich habe alles geklaut. Aber wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich wusste, du kannst das durchziehen. Es bleibt zwischen uns. Hey, wir haben den Typen von eben reingehen sehen. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Freut mich zu hören. Gut, machen wir uns auf den Weg. Ich werde heute schon mal nicht verhungern und verdursten. Ich habe eine leckere Limo, meine geliebten Instant-Nudeln und Chips als Nachtisch. Ich bin also bestens versorgt, YouTube. Hier wohne ich. In letzter Zeit bist du etwas niedergeschlagen, oder? Sag Bescheid, wenn was nicht stimmt. Schließlich sind wir beste Freunde, richtig? Na dann, bis morgen. Bye, bye. Ich bin auch weg. Wir sehen uns. Gut, man sieht sich. Bis morgen. Okay, nur noch wir zwei, gruseliges Mädchen. Das ist auch was, wo ich jetzt schon Angst vor habe, ne? Wenn das Kind alleine draußen ist. Apropos Entführungen. Kommt sowas in ländlichen Gebieten wie diesem hier vor? Glaube nicht. Das dachte ich mir schon. Puh, ich bin erleichtert. Aber ich würde gerne mal sehen, wie ein Spinner... Das könnte nämlich interessant werden. Das ist nicht witzig. Ich habe von einem Clown gehört, der sich hier herumtreiben soll. Alle reden nur noch darüber. Das macht mir echt Angst. Ich habe so einen Clown schon mal gesehen. Was? Ehrlich? Yep. Okay, und wo? Wo hast du ihn gesehen? Du lügst doch, Junge. Hey, deine Schwester. Ich habe sie in letzter Zeit nicht gesehen. Ist was mit ihr passiert? Ich weiß es nicht. Sie ist auf einmal verschwunden. Oh, geht es ihr gut? Ich denke schon. Meine Mutter könnte dir helfen. Sie arbeitet in einer Beratungsstelle für Kinder. Da hilft sie Grundschulkindern und so. Wenn du Hilfe oder einen Rat brauchst, kannst du also gerne bei mir zu Hause vorbeikommen. Aber seit kurzem
ist sie ziemlich beschäftigt. Da konnte ich auch nicht so viel mit ihr reden. Also dann, ich gehe dann mal nach Hause. Bye bye. Junge, hol dir Hilfe. Hol dir auf jeden Fall Hilfe. Nee, das ist für mich sowas, wenn das Kind in die große, weite Welt rausgelassen wird. Klar, natürlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, das ist ja ein richtig übler Clown. Und er moonwalkt davon, die kranke Sau. Natürlich, ich meine, ich bin als Kind auch den Schulweg selber gelaufen. Und sowas ist auch wichtig für die Selbstständigkeit. Du kannst dein Kind nicht immer beschützen. Trotzdem hat man Angst, ja. Wäre auch, glaube ich, unnatürlich, wenn man sich nicht irgendwie Sorgen machen würde. Und wenn es am Anfang ungewohnt ist. Alter, kommt ein Auto. Tja, Eltern sein bedeutet auch gewisse Ängste zu haben. Denn wenn dem Kind was passiert, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Das Allerschlimmste. Warum sind hier so viele Raben? Krähen? Der Clown war super spooky. Endlich wieder zu Hause. Ich sollte mir zuerst die Hände waschen. In meinem Müll zu Hause. Ich lege die Snacks erstmal auf den Tisch ab. Seit wann ist das denn zugeschlossen? Seit wann haben wir eine Katze? Oh Gott, hier gammelt alles, ne? Okay, warte, noch mehr Snacks ablegen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich soll das Zeug ablegen, aber irgendwie kann er nicht. Ich will die Katze nicht... Ah, okay, man kann durchscrollen. Das ergibt Sinn. Ich muss mich auch noch umziehen. Das ist auch so eine Geisterkatze. Die kann einfach durch verdammte Türen spazieren. Ghost Cat in the house. Ich habe so ein mieses Gefühl. Ich bin hier komplett alleine, oder? Schwester ist nicht gekommen. Ist das Auto weg? Wie kann man als Mutter nur seine Kinder einfach so zurücklassen? Krank. Krank. Die Kisten sind weg. Das war die Tür, die versperrt war mit Kisten. Also, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, was essen? Snacken? Er hat schon heißes Wasser am Start. Das ist edel. Instant-Nudeln sind einfach das Beste. Wer liebt sie nicht, ja? Ich geb's jetzt zu, Instant-Nudeln sind schon ziemlich geil. Können wir Fernseh glotzen? Kätzchen, was soll ich tun? Irgendwas klemmt. Irgendwas klemmt. Okay, wir haben die Nudeln geschmatzt. Warum haut er nicht mal den Müll weg? Alter, die Fische leben wieder teilweise. Das Fischfutter ist alle. Hau ein paar Chips rein. Fang ein paar Fliegen. Was kann man hier noch machen?
muss noch meine Hausaufgaben machen. Aber krass, dass er irgendwie durchhält, ne? Dass er einfach seine Routine so beibehält. Hausaufgaben machen, zur Schule gehen. Ich meine, was willst du auch sonst machen, ne? Was ist das denn hier? Stift nehmen? Mache deine Hausaufgaben. Was soll ich denn hier machen? Okay, ist das richtig? RD. Achso, ich soll hier einfach... Lernen die wirklich so schreiben? Frage mich, wenn ich jetzt eins mal nicht mache, geht es dann trotzdem weiter? Ja, geht trotzdem weiter. Das sieht doch ganz gut aus. Wie geht das hier? Bams. Oh, der Radierer radiert aber viel. Warte. So. Bisschen hübscher. Oink. 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 Tja, mein Japanisch ist leider ein bisschen eingerostet, deswegen. Früher war ich mal so ein mega Japan-Fan, aber es waren viele Menschen, oder? Japan mit den Animes und Mangas und so. Haben sie schon die Welt erobert? Auch heute noch. Ich meine, in Deutschland sind, glaube ich, Manga und Anime deutlich beliebter als Comics. Das ist eher so ein American-Ding. Da bin ich nicht so zufrieden. Das kann ich einfach besser, du. Gott, wie viele muss ich ja noch machen? 4x4, oh Gott, was ist das denn? Echt jetzt so? Hm. So, 9x7 und 3x9 und 20x5 und 11x11 und was haben wir hier? 2 plus 3x6. Gott, das sind ja hier richtige Rechenaufgaben für den Kleinen. So, dann legen wir mal los. 9 mal die 7, das ist 63, ne, soweit ich weiß. Dann haben wir hier 3 mal die 9, das ist 27. Wupp. 2 mal die 5, ne, so rechnet man's. Das ist 1000. Eine 0 und eine 0 hinten dran. Dann haben wir 11 mal 11. Selbes Prinzip. Das ist 121. Und was haben wir hier unten? Das ist 2 plus 3 mal 6 minus 5. Das ist 15. So, und wie viele Punkte habe ich? Ich könnte ein Videospiel zocken. Ich glaube, ich habe meine Hausaufgaben wieder mal zu ernst genommen. Nee, Alter. Nee. Oh Gott, ich bin aber auch so ein leichtes Opfer, ne? Der Clown kann mich easy fressen. Vielleicht haust der Clown hier drin. Dass aber auch die Nachbarn oder so niemand reagiert. Der Junge ist ja ganz alleine. Videospiel spielen. Ja. Stage 1. Game starten. Okay, so bewege ich mich, so interagiere ich. Da ist wieder so ein creepy Geist. Mehrere Geister. Was ist das? Geiste. Mehrere Geister sind da hinten. Nämlich nicht sehen, oder? Ei. Was ist das hier? Besonderer Stau.
hier durch. Okay, ich habe so ein Ding hier eingesammelt. Was soll ich damit machen? Dort steht ein Geist. Was ist das da hinten? Irgendwas ist da versperrt. Nothing. Okay, wir haben da oben diese Zettelchen. Soll ich damit die Geister irgendwie bezwingen? Ah. Die Frage ist nur, wahrscheinlich da, wo die Kerzen sind, ne? Moment. Bams. 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 Jetzt geh mal weg, du alter Geist. Nee. Ah, warte, warte, warte. Reihenfolge wahrscheinlich noch. Hier sehe ich ja auch was blinken. Boah, ich bin gefressen. Okay, das wird es wahrscheinlich sein. Ich muss noch die Reihenfolge einhalten. Denke ich mal. Dann wahrscheinlich rüber zur Höhle. Achtung. Und unten durch. So, hier ist die 1. Oh, das war knapp. Zwei, drei, vier. Was ist das? Ein Hammer. Yes, baby! Game over, das Spiel. Wir haben keinen Spion, ne? Aber wir haben hier Kamera. Ach du heilige Kacke. Ach, come on. Mach doch ja nicht auf, Junge. Ist das hier ein Zettel? Ich habe deine Schwester. Du musst alle Ballons zerplatzen lassen, wenn du sie retten willst. WTF? Wie kommen jetzt auf einmal Ballons rein? Ist das wirklich ein übernatürliches Wesen? Noch mehr? Wow, oh Gott! Junge, was ist das für ein Game? Ich hab mich eben erschrocken. Ich kann das Ding auch in die Fresse werfen. Ja, aber wie ist der denn jetzt reingekommen? Waren das alle? Hier ist noch einer. Das ist echt ein widerlicher Typ, ne? Ich komme hier nirgendwo raus. Ist hier noch ein Ballon? Ah doch, hier geht's raus. Oh mein Gott, jetzt habe ich auch noch ein Zeitlimit. Und was passiert, wenn das Zeitlimit versaut ist? Bin ich dann tot? Schlachtet mich dann der Ballon aufhängende Clown ab, oder... Hey. Oh
nein, die fallen auch nach... What? Kann man das schaffen? Ein paar sind nach unten gefallen. Der war gut. Bam. Okay, plötzlich ist da. Ist das irgendwie vielleicht so eine Art, keine Ahnung, Albtraum? Weil seine Mutter weg ist? Oh mein Gott. Oh Gott, das sind so viele. Ich war doch immer ein guter Junge, oder? Na gut, ich habe geklaut. Oh Gott, wahrscheinlich ist da noch ein Haufen Zeug im Zimmer meiner Schwester drin, ne? Ich kann nicht mal sprinten. Ach du heilige Kacke. Never. Kriegst du doch niemals hin. Niemals. Selbst wenn ich es werfen würde oder so, also ich glaube, die Technik ist sogar noch schneller. Oh Gott. Alter Kacke, komm schon. Der ist echt widerlich, ne? Ist meine Schwester jetzt tot? WTF? Das muss ein Traum gewesen sein. 100%. Tama? Mich eingenässt. Was ist jetzt los? Finde Tama. Okay, die Tür ist wieder zu. Keine Balance. Nichts mit Balloons. Aber der Müll ist immer noch da. Also meine Mutter ist... Tama, bist du da? Also meine Mutter ist wirklich gegangen. Meine Schwester ist anscheinend wirklich verschwunden. Ich habe Albträume von einem Clown. Ist das Blut? Aber die Spuren führen hierher. Oh nein, irgendwas ist im Schrank, oder? Was ist noch mein Kätzchen? Alles gut. Oh! Hab dich gefunden. Mein Gott, ich werde wirklich entführt. Ich werde wirklich entführt. Sakiko. Was, wie meine Schwester? Okay, was läuft hier? Moment, jetzt bin ich in dem Zimmer, wo wir am Anfang waren. Wo bin ich? Scheint so, als wäre ich nicht gefesselt. Vielleicht finde ich einen Weg hier raus. Oh mein Gott, hier ist auch Blut. Überall Müllsäcke. Was haben die denn immer mit ihren Müllsäcken? Ein blutiger Hammer. Die Tür ist zu. Oh, ich kann sogar Basketball spielen. Warte. Ah, ich dachte schon. Erster Wurf direkt rein.
Ach komm. Gibt's doch nicht. Ball ist zu groß für den Korb. Also geht doch. Okay, der macht uns es echt leicht zu entkommen. Mehr oder weniger. Ist irgendwo meine Schwester? Wo zum Geier bin ich? Ich meine, wir sind ja mit dem Auto gefahren. Wir könnten sonst wo sein. Ist das blutige Teppiche? Na, runterspringen ist nicht drin. Obwohl man da schon realistisch runterklettern könnte. Sakiko, Schwesterherz. Sie kann mich nicht hören. Ich muss zu ihr in den Raum. Geh zu deiner Schwester. Mist, der Mann ist wieder da. Ja, aber was jetzt mit diesem unheimlichen Horrorclown? Wir müssen wieder rein, oder was? Will er irgendwie nicht. Ich kann nicht rein. Warum? Gibt es irgendeinen Weg zu meiner Schwester? Kann ich hier rüberklettern? Zu deiner Schwester. Ja, ich will, aber... Ah, hier. Warum ist hier eigentlich immer wieder so eine Blutspur? Sakiko, lass uns von hier verschwinden. Was ist los? Keine Sorge, ich habe ihn gebeten, mich zu entführen. Deine Entführung ist auch auf meine Bitte hin geschehen. Mama kann uns nicht einfach ignorieren, wenn sowas passiert ist, richtig? Jetzt wird sie sich endlich Sorgen um mich machen. Was zum Geier ist hier los? Und was mit dem Clown? War das jetzt nur... War das jetzt nur ein Albtraum oder... Kann ich irgendwas machen? Sakiko, was ist nur mit dir? Ich sollte erstmal verschwinden, bevor der Typ mich findet. Okay, wie verschwinde ich hier? Kann ich vielleicht auf die Toilette klettern? Ach, jetzt kann ich hier raus. Warum ist hier Blut und alles? Aber hier runterspringen ist nicht drin. Okay, sie hat sich entführen lassen, damit die Mutter sich endlich um sie sorgt. Oh Gott, hier ist noch mehr Blut. Und noch mehr Blut und... Ist das eine Leiche in der Badewanne? Also ganz sauber ist er nicht. Der hat wahrscheinlich seine Mutter mit dem Hammer erschlagen. Und jetzt hat er sich besoffen, ist umgekippt. Naja, wenigstens sieht es hier fast so aus wie zu Hause, ne? Junge, wir sollten gehen. Hier ist auch Blut. Was ist das hier? Heute habe ich ihn wieder geschlagen. Wie lange werde ich ihn noch eingesperrt lassen? Sarao ist so groß geworden. Er ist so ein lieber Junge. Ich bin eine schreckliche Mutter. Vergib mir, Sarao. Aber ich habe meine Gefühle nicht unter Kontrolle. Du siehst ihm immer ähnlicher. Ich bin mir sicher, eines Tages wirst du es verstehen.
Okay, die Mutter hat ihren Jungen hier eingesperrt und alles. Und quasi misshandelt, weil er seinem Vater ähnlich sieht, der was immer auch seiner Mutter angetan hat. Obwohl er ein guter Junge anscheinend ist. Wo willst du hin? Deine Schwester macht sich noch Sorgen. Entspann dich einfach. Aber hört auf alles, was ich sage. Verhalte dich einfach ganz normal, solange bis Mama wieder Aufmerksamkeit schenkt. Okay, gut. Okay, der macht alles, was die Schwester sagt. Sie verhält sich echt seltsam. Was soll ich tun? Auf deine Schwester hören. Nein. Ich muss Hilfe holen. Ja. Bist du sicher? Ja. Keiner von beiden darf mich sehen. Gut, ich muss hier irgendwie raus. Hier ist der Bluteimer. Hier ist noch ein Bluteimer. Kann doch nicht alles von einer... Oh. Das kann doch nicht alles von einer Person sein, oder? Ich lande wieder hier. Nee, wir hauen auf jeden Fall ab. Also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, hier zu bleiben. Aber ich muss hier unten durch. Was ist das hier? Fernbedienung. Nee, okay, sie geht hier rein. Alles klar. Ja, das musst du erstmal wissen. Ich dachte, sie geht vielleicht da, wo die Fernbedienung zuletzt lag, hin, ne? Was irgendwie so logisch ist. Aber die scheint da wirklich bei dem gechillt zu wohnen, mit einer Leiche anscheinend. Oder mehreren Leichen, was, keine Ahnung, was hier alles abging. Das ist eine Menge Blut. Zu viel Blut, finde ich, für eine Person. Badewanne voll, Eimer voll. Okay, Vorsicht, der läuft hier durch. Jetzt hier hin. Fernbedienung schnappen. Hä? Einfach ausgegangen. So, ich habe die Schlüssel. Gehe ich hier lang? Kacke. Was mache ich denn jetzt? Hier durch. Okay, wie kann ich hin? Oh, bitte nicht. Bitte. Oh Gott, sie kommt hier rein. Oh, verflucht. Ich muss ihn noch irgendwie ablenken. Okay, ich muss ihn noch irgendwie ablenken. Er steht vor der Tür. Einfach den Fernseher wieder anmachen, aber er legt hier die Fernbedienung weg. Ich habe die leider nicht mehr in der Hand. Ich weiß nicht, vielleicht schneller sein? Oh, ist dein Film, dein Häschenfilm aus? Was? Wer hat sie mich denn jetzt gesehen? Okay, let's go. Ein bisschen wegbleiben. Also, er spaziert hier unten vorbei. Dann mit der Fernbedienung ablenken.
Dann habe ich die Schlüssel. Jetzt einfach warten, bis sie geht. So, Schlüssel. Hier geht's nicht durch, also ich kann nur hier lang. Was ist das denn hier? Hä? Habt ihr es gerade gesehen? Das sah so aus, als wäre da gerade jemand raus. What? Ihr habt es auch gerade gesehen, ne? Oh mein Gott. Wow! Oh mein Gott! Ey, wie viele Menschen hat der umgebracht? Jetzt mal ganz im Ernst, was ist das hier? Klamotten oder so? Uff. Alter, hab ich mich eingeschissen. Ihr habt auch jemanden da hochklettern sehen. Ja, okay, hier geht's nicht weiter, ne? Ich hab Batterien. Für was habe ich Batterien? Telefon. Oh nein, nein. Ich hoffe, die geht hier nicht aufs Klo. Okay, sie ist an mir vorbeigegangen. Sie dreht hier ihre Runden. Okay, warte, wir bleiben hier drin. Ich habe halt keine Ahnung, was ich mit der Batterie machen soll. Kann ich die werfen als Ablenkung? Kann ich irgendwas am Fernseher machen? Kann ich ihn irgendwie manipulieren? Hier rein. Da komme ich auch nirgendwo raus. Vielleicht müssen wir nach oben. Okay, wir müssen schauen, dass wir irgendwie vielleicht nach oben kommen. Ah, das Radio. Ah, die Schwester kam von hinten. Das muss ich besser timen. Mist. Ja, ich hätte nichts machen können. Kann sich ja nirgendwo verstecken. Glaube ich zumindest. Okay, wir wissen jetzt schon mal deutlich mehr und wir wissen, dass irgendeine Frau oben noch beerdigt ist. Wir kommen hier irgendwie raus, Junge. Du musst hier raus. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man bleibt. Ich meine, ich will es schon wissen, aber... Wisst ihr, was ich meine? Hier geht's hoch, da müssen wir hin. Da können wir uns verstecken dann. So, jetzt nehmen wir uns erstmal die Schlüssel. Schnappen uns die Batterie. Alter, dass sie mich nicht gesehen hat. Junge, die Batterie war da vorne, ne? Guck, da geht jemand hoch. Da geht jemand definitiv hundertprozentig hoch. So, jetzt warte ich, bis die Schwester im Circle ist. Okay, sehr gut. Meine Schwester ist ein Psycho.
Mist! Ich darf dich gleich einschalten, wahrscheinlich. Aber wie verstecke ich mich am besten von meiner Schwester? Ich muss noch mehr durchlaufen. Das ist ziemlich doof getimed. Nein, Kies, du bist einfach nur Kacke. Dankeschön. Gern geschehen. So, lass mich da durch. So, der Dude kommt. Geht an mir vorbei. Oder halt schnell hier rein jumpen. Kloink. Weil hier kann man sich auch nochmal ganz gut verstecken. Danke. 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 Jetzt müsste ich genügend Zeit haben. Boah. Renn! Oh, wir haben es geschafft. Ding, ding, ding. Ab zur Polizei. Ab zur Polizei, Junge. Ich frage mich, ob er weiß, wo er ist. Die Schwester ist ein totaler Psycho. Interessiert sich auch gar nicht für ihn, sondern eher dafür, dass die Mutter halt sie toll findet. Oh mein Gott, kann ich hier abweichen? Nee. Nein. Alter Junge, du musst in die Pedale hämmern. Du musst da richtig reinprügeln. Oh mein Gott, ich werde sowas von überfahren, ne? Das Auto ist 100% schneller als ein Junge auf dem Fahrrad. Gar nicht mich umzudrehen. Wo soll ich hin? Geradeaus. Die hatte doch hier... Die Eltern meines Freundes riefen direkt die Polizei an. Meine Schwester hat versucht, alles zu erklären, doch die Polizei tat es als kindheitliche Fantasie ab. Der Mann wurde wegen Entführung verhaftet. Anschließend hat die Polizei unsere Mutter kontaktiert. Es ist das einzig Wahre, was man tun kann. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Nur keine Sorge. Die beiden stehen sicher noch unter Schock. Bitte kümmern Sie sich gut um sie. Ich bin nur froh, dass niemand verletzt wurde. Kommt, ihr zwei, wir gehen nach Hause. Okay, wir haben unsere Mutter wieder. Du siehst irgendwie glücklich aus. Da hast du wohl recht. Das liegt daran, dass Mama tatsächlich gekommen ist. So ein Mist. Wieso geht ihr mir ständig auf die Nerven? Die Polizei musste mich vorher noch nie kontaktieren. Verdammt, das war echt peinlich. Für so einen Schwachsinn habe ich keine Zeit. Warum muss ich sowas für jemanden über mich ergehen lassen, der mir scheißegal ist? Macht mir nie wieder solche Angst.
Alter, was stimmt denn? Warum? Was stimmt denn mit der Mutter nicht? Retry. Oh mein Gott, wir haben versagt. Nach der Flucht. Alter, die Mutter ist ja wirklich der grausamste Mensch aller Zeiten. Ich kann nicht verstehen, wie man so sein Kind behandeln kann. Soll man keine Kinder in die Welt setzen? Wenn man so eine dreckige F-Wort ist. Darf man nicht sagen auf YouTube. Wieso auch immer. In Bayern wird das dauernd gesagt. Da, nee, ich darf nicht sagen. Ist wirklich so. Darf man nicht sagen. Wird das Video demonetarisiert wegen dem F-Wort. Ich meine nicht fuck. Fuck darf man sagen. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Wohl dosiert. Aber die ist einfach ein F-Wort. Kann man nicht anders sagen. Furchtbarer Mensch. Besonders die Tochter, weißt du, sie glaubt daran, dass die Mutter sie liebt. Aber der andere ist halt auch ein Psychopath. Also so oder so, was könnte hier das Happy End werden? Jugendamt. Happy End Heim. Wo soll ich hin? Okay, dann gehen wir mal rechts diesmal. Die Eltern meines Freundes riefen direkt die Polizei an. Meine Schwester hat versucht... Okay, das ist dasselbe Ende, nur mit einem anderen Freund halt. Der Mann wurde wegen Entführung verhaftet. Anschließend hat die Polizei unsere Mutter kontaktiert. Na gut, das kennen wir schon. Okay, wir haben jetzt noch eine andere Entscheidung hier bei der Flucht. Mal sehen, was passiert. Vielleicht wird er ja bei der Polizei nicht gemeldet und der Typ verfolgt uns weiter und wird dann vom Clown gefressen. I don't know. Aber egal, welchen Freund man kontaktiert, man landet bei der Polizei. Okay, Junge, gib Gas. Als ob der uns aber auch nicht einholt, ne? Wo soll ich hin? Straße links. Was passiert? Wo bin ich? Der mich versucht zu überfahren? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Er rennt mir hinterher, aber der Clown... Okay, was passiert jetzt? Aufmerksam hörte... Ah, okay. Wie ich erzählte, was geschehen war, freundlicherweise willigte sie ein, meiner Schwester und mir Schutz zu bieten. Sie ging sogar zum Haus des Mannes, um meine Schwester abzuholen. Auch dem, was Sakiko zu sagen hatte, hörte sie zu. Nachdem wir in Sicherheit waren, haben wir nie wieder ein Wort über diesen Mann verloren. Das war das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Wenig später sind wir in einem Kinderheim untergekommen. Ah, ich dachte, jetzt hätten wir wieder dasselbe Ende, bloß mit einer anderen Freundin, Freund. Aber nein, sie sind im Kinderheim. Ja, die Mutter ist eine Zumutung. Ich meine, die wäre ja sofort wieder gegangen. Willkommen zurück. Wie war die Schule? Ist das das Happy End? Es ist eine Menge geschehen. Aber hier lässt es sich echt gut leben, findest du nicht? Oh, die haben echt Glück. Du hattest doch Angst vor Mama, nicht wahr? Oh Gott, jetzt kommt die Mutter. Hallo, ich bin die Mutter dieser Kinder. Ich werde mich um sie kümmern. Och nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, ich will nicht mit ihr mitgehen.
Ach komm schon. Wie seid ihr in einem Kinderheim gelandet? Wo seid ihr vorher gewesen? Hey, Sakiko, antworte mir. Oh, also... Wir waren bei so einem Mann. Ich habe ihn darum gebeten, uns zu entführen. Was? Eine Entführung? Wovon redest du da? Wer zum Teufel ist dieser Mann? Mama, nicht. Halt die Klappe. Sakiko, sei einfach still. Der hat echt Nerven, einfach so meine Kinder zu entführen. Was glaubt der, wer er ist? Mischt sich in die Familienangelegenheiten anderer ein. Unfassbar. Ihr könnt gut auf euch selbst aufpassen. Ihr sollt sich um seine eigene Scheiße kümmern. Damit kommt ihr nicht davon. Den stelle ich zur Rede. Boah, die Kinder haben es echt schwer. Hey! Sie sind also der Anführer. Können Sie es wagen, meine Kinder zu entführen? So geht man doch nicht mit fremden Kindern um. Sie haben kein Recht, so etwas zu tun. Das sind meine Kinder. Ich, als ihre Mutter, bin die Einzige, die mit ihnen machen kann, was sie will. Kinder müssen nichts anderes tun, als auf ihre Eltern zu hören. Das ist es, was Glück für ein Kind bedeutet. Sowas können sie nicht verstehen. Hey, hören sie überhaupt zu? Hey! What the fu, Alter, der Junge freut sich natürlich, dass seine Mutti gehasst. Alright, das war ein Ende, aber es gibt ja noch ein anderes. Die Polizei ist gekommen. Und haben einen Haufen Leichen da gefunden im Haus von dem. Wahrscheinlich. Warte mal, wir können bestimmt nochmal Entscheidung, ja, da nochmal hin. Mittlerweile hat er das ja ganz gut gelöst, dass man nicht das ganze Spiel nochmal durchspielen muss. Was soll ich tun? Jetzt gehen wir mal schlafen. Auf deine Schwester hören? Ja. Bist du sicher? Ja. Es sind mittlerweile schon 2 Wochen vergangen. Wir leben immer noch im Haus des Entführers. Weil ich nicht in Schwierigkeiten geraten will, gehe ich auch nicht mehr zur Schule. Ich bin mir nicht sicher, ob Sakikos Plan funktioniert, aber ich vertraue darauf, dass sie weiß, was zu tun ist. Okay, sind jetzt schon 2 Wochen hier. Und sie macht wieder Curry. Danke. Gute Arbeit. Da ist jemand an der Tür. Renya, gehst du hin? Oh nein, Polizist. Hier ist die Polizei. Ich habe der Polizei die Situation erklärt, aber weil ich ein Kind bin, haben sie mich nicht ernst genommen. Der Mann wurde wegen Entführung verhaftet. Daraufhin hat man unsere Mutter kontaktiert. Okay.
Das war also auch kein gescheites Ende. Ja, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Mal sehen, ob sie aber im Auto was anderes sagt. Du siehst irgendwie glücklich aus. Da hast du wohl recht. Das liegt daran, dass Mama tatsächlich gekommen ist. Ah, nee, ist dasselbe Ende. Ich will jetzt testen, ob ich vielleicht mit dem Messer den Mann verletzen kann. So, wir schlafen nochmal hier. 2 Wochen sind wir jetzt bei dem wieder mittlerweile. Wir leben im Haus des Entführers. Weil ich nicht in Schwierigkeiten geraten will, gehe ich auch nicht mehr in die Schule. Dass die Schule da nichts macht, naja, okay, irgendwann kam ja die Polizei. Aber so lange, ne? Ich weiß nicht. Also wenn ein Kind 2 Tage fehlt zum Beispiel, ruft man da nicht mal so die Eltern an und fragt, ist alles in Ordnung? Was ist Stand der Sache? Wisst ihr, was ich meine? Dass man halt mal durchklingelt. Und wenn man dann 2 Wochen von dem Jungen nichts hört und auch noch vielleicht sogar 3 Wochen von dem Mädchen nichts. Ich weiß ja nicht. Nee. Nee, kann man leider nicht abstechen. Man kann nur Curry machen. Na gut, ich glaube, wir haben alle Endings, die man erspielen kann. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Kann ich nochmal auf den Dachboden? Geht das? Ne, das kann man nur, wenn man sich da die Batterie snackt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Fazit, es war okay. Also wir hatten schon bessere, aber so an sich ist es schon eine ganz interessante Story. Moment mal, alle Leichensachen sind weg, Blutspuren sind weg. Klar, das Haus ist immer noch unordentlich und so, aber kein Zeichen mehr davon, dass hier wahrscheinlich irgendjemand ermordet wurde. Er hat ja definitiv seine Mutter erschlagen. Na gut, das war's mit The Kidnap. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und tschüss.